Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute das neue Sortiment von Catrice für 2024 und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe mir das ganze Sortiment noch gar nicht angeschaut und bin sehr, sehr gespannt, was mich anspricht und was mich nicht so sehr anspricht. Von daher schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche der Produkte ihr am ansprechendsten findet oder was ihr vielleicht nicht so interessant findet. Und dann können wir uns gerne dazu in den Kommentaren austauschen. Die ganzen Neuheiten werde ich euch hier einblenden. Ich habe jetzt meinen Laptop hier vor mir stehen. Ich habe die ganzen Produktinformationen von der Seite von Catrice und wenn ich jetzt hier auf Make-up-Neuheiten klicke, kann ich sehen, dass es 86 Neuheiten gibt. Das ist wirklich sehr, sehr viel, aber das sind natürlich nicht 86 verschiedene Produkte, sondern auch Produkte in verschiedenen Farben oder Ausführungen. Und es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt Augen, Teint, Lippen, Nägel, Tools und Pinsel und Sets und Gifts. Und ich werde mich heute auf Augen, Teint, Lippen und Nägel beschränken. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Kategorie Auge. Und als erstes haben wir hier einen wasserfesten Eyeliner. Das ist der Ink Eyeliner Waterproof und der wird hier als matt schwarz beschrieben. Und ich finde, dass die schöne Filzmine auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aussieht. Den Deep Matte Liquid Eyeshadow gibt es in 5 verschiedenen Farben und das Ganze soll ein mattes und stark pigmentiertes Finish haben. Ich finde auch, dieses Produkt sieht sehr, sehr interessant aus und hier sind wirklich 5 richtig coole Farben mit dabei. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für diesen Grün hier, Lime Light, entscheiden. Aber das Ganze muss ich mir erstmal echt ansehen und einmal swatchen. Das Super Glue Brow Styling Gel habe ich euch letztes Jahr schon mal vorgestellt. Das gibt es nämlich schon länger in Transparent und jetzt gibt es das Ganze auch noch in 2 verschiedenen Farben. Einmal in der Farbe Light Brown und einmal in der Farbe Deep Brown. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Bei dem transparenten Produkt war es leider so, dass es erstmal ganz gut auf der Haut getrocknet ist, aber sich dann so weiße Flusen gebildet haben, dass das wie so ein Kleber war, der sich aufgelöst hat. Ich bin gespannt, ob die gefärbten Produkte vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Weiße Flusen werden schon mal sehr, sehr sicher nicht entstehen, aber braune wären jetzt auch nicht so gut. Also mal schauen. Den Space Glam Chrome Eyeshadow wird es in der Farbe Moonlight Glow, Supernova und Galaxy Lights geben. Auch hier ist der Grünton wieder mein Favorit. Ich stehe einfach total auf Grün im Moment. Und das Ganze sollen hochpigmentierte Lidschatten mit einer seidigen Textur sein. Diese Mascara hier erinnert mich sehr an die Lash Paradise Mascara von Maybelline, weil der Applikator einfach so ähnlich geschwungen ist und dadurch passt sich die Mascara sehr wahrscheinlich auch sehr gut dem Wimpernkranz an, weswegen man dann jede Wimper wirklich sehr schön tuschen kann. Das ist die Fake It Volume and False Lash Mascara für 5,49 €. Es gibt davon ja schon verschiedene Ausführungen. Meine Liebste ist die Orangene. Die hat einen Silikonapplikator und macht die Wimpern einfach nur super, super toll. Und deswegen werde ich diese hier auch definitiv testen. Von dem Kohl Kajal in Waterproof gibt es 5 verschiedene neue Farben. Die Farbe Frosty Mint, Ultramarine, Baby Blue, Candy Rose und Red Coral. Ich finde, dass die Lidschatten von Catrice meistens super toll pigmentiert sind und diese Palette hier hat mich heute bei DM so angesprochen, dass ich sie mir direkt bestellt habe. Das ist die Safari Fever Slim Eyeshadow Palette und da sind ganz, ganz schöne erdige Töne mit drin. Und das sind insgesamt 14 verschiedene Farben und ich finde, damit kann man mit Sicherheit ganz, ganz tolle Looks für den kommenden Frühling und Sommer zaubern. Die Palette gibt es übrigens noch in 2 weiteren Ausführungen. Da haben wir einmal die Blooming Bliss Slim Eyeshadow Palette mit rosafarbenen Tönen und dann einmal die Coral Crush Slim Eyeshadow Palette. Und ich finde es irgendwie schwer, diese Farben hier zu beschreiben. Das sind Korall-, Nude- und Türkistöne. Zumindest steht es hier in der Beschreibung. Ein komplett neues Produkt für die Augenbrauen ist der All-in-One Brow Perfector. Der sieht ganz interessant aus. An der einen Seite ist ein kleines Bürstchen dabei, auf der anderen Seite ist dann ein Stift. Und wenn man das Ganze dann in der Mitte nochmal öffnet, dann hat man da noch so eine kleine, ja, Puderquaste, würde ich sagen, mit der man das Ganze dann einfach noch so ein bisschen verblenden kann. Und das Ganze kommt in 3 verschiedenen Farben. Einmal in Blond, Medium Brown und in Dark Brown. Der High Gloss Liquid Eyeshadow erinnert mich total an verschiedene Modemagazine. Da hat man nämlich ganz oft gesehen, dass die Models so glossige Texturen auf den Augenlidern hatten. Und das hier ist jetzt auch wieder so ein passendes Produkt. Das sieht dann quasi so aus, als würde man sich Lipgloss auf die Augen auftragen. Man kann das Ganze einfach nur so auftragen oder natürlich über seinen Lidschatten und da einfach so ein paar verschiedene Looks mit kreieren. Finde ich sehr interessant. Ich bin nur sehr gespannt, ob davon nicht die Mascara abstempeln wird. Dann geht es weiter mit der Kategorie Teint und da habe ich hier als erstes einen sehr interessanten Primer. Den werde ich mir auf jeden Fall mal genauer ansehen. Das ist der Skin Glaze Hydrating Serum Primer. Und hier steht nämlich, dass der ein Glass-Skin-Hautergebnis hervorrufen soll und dass das Ganze Parfüm
glutenfrei ist, pflegend und feuchtigkeitsspendend. Und das Ganze soll auch einen perlweißen, rosa changierenden Schimmer haben. Also ich finde, es sieht hier richtig cool aus. Und wenn das Make-up auch noch fixiert, dann wird die Haut bestimmt mega toll aussehen. Diesen Blush hier habe ich mir heute schon beim DM bestellt. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Das ist der Blush Affair Liquid Blush. Und ich habe mir den in der Farbe Pink Feelings bestellt. Es gibt aber auch noch die Farbe Orange Fizz, Ready Red Go, Velvet Rose und Plum Tastic. Also ganz viele verschiedene schöne Farben für verschiedene Hauttypen. Diese Palette hier habe ich schon auf Instagram bei Maxime Giacomo gesehen. Er hat die nämlich live getestet und bei ihm sah das wirklich super toll aus. Das ist quasi einfach eine Palette mit Creme-Produkten. Da sind zum Beispiel zwei verschiedene Bronzer mit drin, zwei verschiedene Blushes und auch noch zwei verschiedene Highlighter. Und die sind wirklich sehr, sehr schön pigmentiert, zumindest sofern ich das beurteilen konnte. Also bei Maxime sah es, wie gesagt, super aus. Und auch diese Palette werde ich mir definitiv genauer ansehen. Diese Highlighter hier sieht so schön aus. Das ist der Space Glam Holo Highlighter. Und das ist einfach ein Highlighter mit so einem Holo-Finish. Der schimmert dann in verschiedenen Farben. Und hier sind auch immer so Videos von Models eingeblendet, die das Ganze auftragen. Und auf der Haut sieht das wirklich so sehr, sehr schön silber aus. Und je nachdem, in welche Richtung sie ihr Gesicht bewegen, schimmert das Ganze dann auch noch so leicht lila und es sieht einfach ganz, ganz toll aus. Erinnert mich aber irgendwie auch an so einen winterlichen Highlighter. Aber hier sieht es auf jeden Fall auch schon wieder sehr, sehr schön pigmentiert aus. Weiter geht es dann in der Kategorie Lippen und da starte ich jetzt mal hier mit diesen Plumping Lip Linern. Die kannte ich noch gar nicht. Wenn ich es richtig verstehe, gab es die schon vorher. Es gibt jetzt einfach nur 5 verschiedene neue Farben. Und zwar haben wir hier die Farbe Speechless, dann die Farbe Chocolate Lover, Cherry Lady, I Like to Morph It und die Farbe Rosy Feels Rosy. Auch den Max It Up Lip Booster Extreme gab es vorher schon. Hier gibt es nur eine neue Farbe und ich finde, die passt sehr zu dem Highlighter, den ich euch eben gezeigt habe. Und zwar ist das die Farbe Beam Me Away. Also das ist einfach ein Lipgloss mit Plumping-Effekt und ganz schönen Schimmerpartikeln. Auch den Scandalous Matte Lipstick gibt es schon. Hier haben wir nur eine neue Farbe und zwar die Farbe Slay the Day. Ist ein wirklich sehr, sehr schöner Nude-Ton, zumindest hier auf den Bildern. Diese Lipglosse hier erinnern mich sehr an die Vinyl-Ink-Reihe von Maybelline. Das sind nämlich wirklich sehr, sehr schöne, langanhaltende Lipglosse, die auf der Haut aussehen, ja, wie so ein Vinylstoff irgendwie. Und die sehen hier auf den Bildern zumindest sehr, sehr ähnlich aus. Das ist nämlich auch einfach ein glänzender, flüssiger Lippenstift, der bis zu 8 Stunden auf den Lippen halten soll. Und wir haben hier wieder ganz viele verschiedene neue Farben. Ich glaube, dieses Produkt gibt es nämlich jetzt auch ganz neu. Könnte auch ein tolles Vergleichsprodukt zu Maybelline sein. Da haben wir die Farbe French Silk, Good Taste, Sweet Talker, About Last Night, Feeling Berry Special, Pinky Promise und Hottie. Vom Intense Matte Lip Pen gibt es eine neue Farbe und zwar heißt die Read My Lips. Das ist ein ganz schöner Rotton. Und dieses Produkt ist nicht nur ein Lippenstift, sondern gleichzeitig auch ein Lip Liner. Diesen aufpolsternden Lippenbalsam mit Glitzereffekt habe ich in der Drogerie ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das ist der Drunken Diamonds Plumping Lip Balm. Und den gibt es jetzt in einer neuen Farbe. Und zwar heißt die Bury Me in Rubies. Also sieht wirklich super, super toll aus. Ein komplett neues Produkt ist der Melt and Shine Juicy Lip Balm. Den habe ich mir ehrlich gesagt heute auch schon beim DM bestellt. Ich habe da irgendeine Farbe mit Barbie mitgenommen. Ich lese euch die Farben jetzt vor und dann könnt ihr auch genauer sehen, welchen ich mir schon gekauft habe. Wir haben hier die Farbe Shell Yeah, Beach Blossom, Secret, Every Day is Sunday, Resting Beach Face, Malibu Barbie. Das ist der Ton, den ich habe. Pink Hawaii, Lost at Sea, Coco Colada und Sunny Side Up. Also ich muss sagen, ich finde diese ganzen Namen von den Produkten echt richtig cool. Also da muss man schon viele Ideen haben, um jedem einzelnen Produkt so einen coolen Namen zu geben. Wir sind mittlerweile bei der Kategorie Nägel und als erstes habe ich hier einen schillernden Nagellack mit Regenbogeneffekt. Das ist die Dream in Holo Blast Nail Polish und für mich sieht es jetzt hier eher silber aus, aber bei der Beschreibung steht Regenbogenfarben. Wahnsinn, von den Catrice Icon Nails Lip Lackern gibt es ganze 57 verschiedene Produkte. Es sei denn, die neuen sind da noch nicht mit drin, da gibt es vielleicht sogar mehr. Auf jeden Fall gibt es mindestens 57 verschiedene Farben, das finde ich echt heftig. Das ist eine coole Farbauswahl auf jeden Fall. Und es gibt hier 5 verschiedene neue Farben. Einmal die Farbe Karl Said Très Chic, dann die Farbe Dresscode Casual Beige, Too Good To Be Top, Underneath the Olive Tree und My Berry First Love. Diese Nagellackreihe hier scheint komplett neu zu sein und zwar ist die Pastel Please Nail Polish. Und zwar haben wir hier die Farbe Think Pink, Cloud 9, Sunny Honey und Mint Breeze. Das sind wirklich ganz, ganz schöne Töne für den kommenden Frühling und diese
ich sehe gerade, diese Produkte sind nicht nur pastellfarben, sondern haben auch noch Schimmerpigmente mit drin. Sieht so cool aus hier. Das hier ist quasi so ein 2-in-1 Produkt. Das ist ein normaler Nagellack. Den kann man aber auch als Topcoat verwenden, weil da ganz schöne Schimmerpartikel mit drin sind. So kann man seinen ganz normalen Nagellack einfach schön aufpimpen. Und zwar heißt dieser Nagellack Dream in Highlighter Nail Polish. Die Produkte werden jetzt nicht zusammen aufgeführt, aber ich denke schon, dass sie zusammengehören. Und zwar ist das hier die Dream in Shimmer Bronzer Nail Polish. Das ist auch ein 2-in-1 Lack, Topcoat und Nagellack in einem. Also damit kann man seinen Nagellack auch so ein bisschen aufpimpen. Und ich finde, auch hier sieht das Produkt von den Bildern her schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. In rosa gibt es dieses Produkt auch noch. Da heißt es einfach nur Dream in Glowy Blush Nail Polish. Und das ist ebenfalls ein 2-in-1 Nagellack und Topcoat. Das hier soll ein reparierender und kräftigender Unterlack sein. Und zwar ist der Proplex Bond Repair Base Coat. Als nächstes haben wir hier ein Nagelserum für die Leute, die trockenere Nägel haben. Das ist das Thirsty Nails Gel Serum. Das soll eine gelige Textur haben, schnell einziehen, ist mit Hyaluronsäure, Aloe Vera, Panthenol und Glycerin. Ihr Lieben, das waren schon alle Kategorien. Ich kann mich jetzt ans Schneiden begeben. Das wird bestimmt 3-4 Stunden dauern. Wünscht mir auf jeden Fall Glück. Ansonsten freue ich mich jetzt sehr auf eure Kommentare, auf euren Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut. Ciao.